Guten Morgen, heute ist Mittwoch, der 10. August 2022 und ich fange heute eine Etappe an des Jakobswegs in Österreich, im Burgenland. Und zwar fahre ich jetzt zuerst mit dem Zug nach Frauenkirchen und starte von dort aus dann den Camino. Ja, jetzt bin ich in Frauenkirchen angekommen, an dem Bahnhof, und laufe jetzt mal zu einem Punkt, der auf der Karte bei Google Maps als Jakobsweg Burgenland gekennzeichnet sind. Ich bin mal neugierig, was sich da verbirgt. So, das Reifeisenlagerhaus hat wohl auch schon bessere Tage gesehen. Und es geht geradeaus weiter. So, jetzt schauen wir mal. Angeblich beginnt es hier dann gleich der Jakobsweg im Burgenland. Dann schauen wir dann mal, was da passiert. Also hier ist das Haus, das in Google Maps als Jakobsweg Burgenland gekennzeichnet ist. Anscheinend ist das Haus komplett ausgestorben. Und naja, passt. Gibt es hier wohl niemanden oder nichts, was man hier noch sehen könnte. Drum gehe ich jetzt weiter zur Basilika. So, und da ist jetzt die Kathedrale. Kathedrale Basilika. Da werde ich mir jetzt mal das Ganze ein bisschen genauer anschauen. Die erste ist ein Wunder geschehen. Ich habe ein Schild für den Jakobsweg im Burgenland gefunden. Und ja, es gibt ihn also doch. Ich habe bis jetzt noch keine Muschelwegweise gesehen, aber es gibt noch Hoffnung. Okay, ich habe jetzt also die Basilika besucht und habe jetzt noch keinen Pilgerstempel gefunden. Und jetzt genehmige ich mir in dem Stadtcafé einen kleinen Snack, sprich Cappuccino und ein Butter Croissant. Heute sehe ich jetzt meinen, und hier und jetzt sehe ich jetzt den ersten Wegweiser auf den burgenländischen Jakobsweg. Bin mal gespannt. Und zum israelitischen Friedhof geht es auch. Das ist auch interessant. Schauen wir vielleicht mal an. Hier stehe ich vor dem israelitischen Friedhof. Und ich habe gestern gelesen, dass schon im 3. Jahrhundert hier Juden anscheinend ansässig waren. Man hat da eine Münze gefunden, die mit dem Schma Israel beschriftet war. Und bei den Juden ist es üblich, zu gedenken an die Toten einen Stein auf einen Grabstein zu legen. Nachdem ich hier nicht reinkomme, lege ich jetzt auf die Mauer einen Stein ab.
So, nach und nach verlasse ich jetzt Frauenkirchen. Bin mal gespannt, wie der weitere Weg dann ausschaut. Der nächste Wegweiser zeigt mir, dass ich jetzt gerade auslaufen darf. So, jetzt geht es allmählich aus Frauenkirchen heraus. Und so wie ich ahne, werden auf der weiteren Strecke nicht allzu viele Bäume, nicht allzu viel Schatten sein. Ah, ich denke, ich entdecke gerade einen wunderschönen Hibiskusbusch. Der ist Malve genannt. Gerade blüht. Okay, und jetzt gehen wir weiter. Jetzt ist es soweit. Ich verlasse den Ort Frauenkirchen. Und ein kleiner Wegweiser zeigt mir an, dass ich geradeaus weiterlaufen muss. Und weiter geht's. Impressionen vom Weg. Auf der einen Seite Maisfeld, dazu einige Bäume, die von dem Bauern, der jetzt gerade hier vorbeifährt, gegossen werden. Bäume sind in Säcke eingepackt, die Wurzeln, damit die Feuchtigkeit nicht so verloren geht und sie nicht austrocknen. Auf der anderen Seite sind die Wiesen. Hier an einer Wegkreuzung ist eine kleine Bank und ein schattiger Bäume, wo man sich im Schatten ausruhen kann. Und weiter geht es aber in der anderen Richtung. Und hier ist wieder der nächste Muschelkalk. Hier am Weg stoße ich auf eine kleine Kapelle und bei Google Maps ist sie nicht vorhanden. Schauen wir mal, was da drin ist. Gottes mit dem Jesuskind. Schauen wir mal hinein, was da drin ist. Anscheinend geht es hier um den heiligen Martin, auf der linken Seite dargestellt mit dem roten Mantel und rechts Jesus als Bettler, der den Mantel, die Hälfte des Mantels von St. Martin bekommt. Der Weg erinnert mich jetzt gerade so an die Meseta in Spanien, diese Hochebene, wo man einfach nur kurz schnurstracks den Weg entlang geht in glühender Sonne und nichts anderes hat außer Felder und den Weg. Ein bisschen abwechslungsreicher ist die Landschaft hier schon. Dafür sind da hinten Windräder, die sich drehen. Und ja, so ist es hier auf dem Jakobsweg. Eine kleine Raststätte, die der Mutter Gottes gewidmet ist, mit einer Stele, wo drauf steht: Maria, hilf uns. Von 1829. Ich frage mich gerade, warum hier die Maiskolben alles so zwergenhaft klein sind. Bei uns zu Hause stehen die schon so 2 Meter hoch. Ich habe aber auch gehört, dass es in den letzten Monaten und Jahren eigentlich hier relativ wenig geregnet hat, was dem Klimawandel zugeschrieben wird. So, die schnurgerade Strecke ist jetzt erstmal zu Ende. Ich darf jetzt hier den Weg links weiterfahren. Richtung Schloss Halbturn.
So, nach einer kurzen Strecke kommt der nächste Abzweiger. Diesmal geht es links weiter. Das geht so ein bisschen in die Rückrichtung wieder und dann sticht es aber nochmal. Diese Blümchen begleiten mich jetzt schon ein gutes Stück am Wegesrand. Jetzt muss man nachschauen, was das für genau ist. Hier fühlt man sich auch leicht an Spanien erinnert. Ein Feld voller Sonnenblumen. Ein lächelndes Gesicht habe ich jetzt aber noch nicht gesehen. So, jetzt habe ich hier tatsächlich auch einen österreichischen Jakobspilger getroffen, der mir Ultrea gewünscht hat und mir erzählt hat, dass er selber vor ein paar Jahren da mit seinen 8 Freunden, oder es sind 8 Männer, die da zusammen pilgern, die sind dann auch den Jakobsweg in Österreich gelaufen. In Österreich ist es so, also da wo ich jetzt laufe, der Burgenländer Jakobsweg, der ist ja ein Zubringer für den Jakobsweg, der dann von Wien aus, oder eigentlich schon von der Ostgrenze auch weiter von Österreich, dann weiterführt Richtung Westzipfel von Österreich und dann einmündet in den, ich denke mal, in den Schweizer Jakobsweg. So, der nächste Abzweiger. Jetzt geht es wieder mehr Richtung Norden. Und mal schauen, wie lang es noch bis zum Schloss Halbturn ist. Jetzt bin ich hier an einer Erfrischungsstation vorbei angekommen, Spritzer, und hier ist ein Automat. Das muss ich euch mal zeigen, das ist ganz super. Da kann man sogar mit einer Wireless Card ein Erfrischungsgetränk sich holen. Und das ist schon gigantisch. So, und ich mache jetzt hier, wie man in Österreich sagt, eine Jause. Also diese Getränkestation Spritzer ist der echte Wahnsinn und ein absoluter Geheimtipp hier auf dem Weg. Und jetzt, nachdem ich mich ausgiebig gestärkt habe, geht es weiter Richtung Halbturn. So, weiter geht es jetzt entlang der Autostraße. Geradeaus auf einem Fahrradweg. Nachdem ich jetzt das Ortsschild von Halbturn überquert habe, laufe ich jetzt so die Hauptstraße entlang Richtung Ortszentrum. Viele Bäume, eine Straße, ja, das ist eine Allee. Und gleich geht es nach rechts weiter zum Schloss Halbturn. So, das scheint jetzt sowohl die zentrale Straße, Zufahrt zum Schloss zu sein.
nicht an Schloss Nymphenburg in München. So, jetzt sitzt aber den Wegweiser zum Schloss Halbturn und die Straße führt dann dahinter. Da ist dann halt erstmal eine Kirche. Davor steht noch eine Mariensäule. Ich gehe mal zum Schloss. So, hier bin ich jetzt schon im Schlosspark von Schloss Halbturn. Das ist hier schön kühl und schattig. So, und wenn man dann weitergeht, kommt man dann schon zum Schloss. Oben sieht man dann einen Plan des Schlossparks. So, ein bisschen drauf zu. So schaut das aus. Jetzt befinde ich mich im Innenhof des Schlosses Halbturn. Ich schwenke jetzt mal vorbei in einem Lokal, wo man gut essen kann. Und dann zurück zum Schloss, wo gerade eine Ausstellung über die Kleider der Kaiserin Sissi läuft. So, jetzt verlasse ich Schloss Halbturn wieder und laufe hier über den Parkplatz weiter. Richtung Norden. So, zunächst geht es jetzt mal wieder nach rechts, also Richtung Osten, Richtung Windmühlen. Außerhalb von Halbturn laufe ich jetzt an lauter Weinreben vorbei. Er hat gerade auch kurz im Traktor irgendwas mit den Weinreben gemacht. Keine Ahnung, was er gemacht hat. Und jetzt geht es weiter Richtung Norden. Also der Weg zieht sich ganz schön. Geht immer geradeaus an zwischen Weinbergen durch und ich habe jetzt da so ungefähr die Höhe von Mönchshof hinter mir gelassen. Ja, und das ist heiß. Immerhin habe ich genug zu trinken dabei. Also, ultra. Ich stehe jetzt hier im Eingang der Kreuzkirche, kurz vorm Mönchhof oder im Ort Mönchhof. Und hier gibt es eine Schnur, da kann man dran ziehen und dann bimmelt die Glocke.
Kleine Pause auf einer Bank oder einem im Baumschatten. Puh, ganz schön anstrengend heute. Der Wind bläst, die Luft ist trocken, die Sonne knallt herunter. Aber es ist schon schön, kann man nicht sagen. Heute ist sehr anstrengend. Von ich aus sieht man über Wiesen rüber zum Neusiedlersee. Weiter geht's jetzt Richtung Gols auf einer Schotterpiste, was ganz angenehm ist. Asphalt. Aber wenn es sich, da läuft sich eben nicht so kalt, wenn es so heiß ist. So, jetzt laufe ich hier einen Berg hinunter Richtung Gols. Man sieht von hier aus auch schon wieder den See. Die Gebäude im Tal. Kirchturm. So, jetzt bin ich in Gols angekommen und laufe hier auch wieder an einer schönen Hecke und am Weinberg entlang. Hier sieht man eine sogenannte Csarda, ein ungarischer Maisspeicher, ein wunderschöner weißer Hibiskusstrauch. Nachdem ich jetzt Gols durchquert habe, der Ort bietet jetzt nicht die großen besonderen Sehenswürdigkeiten oder so, geht jetzt wieder raus aufs Land, Richtung Weiden am See. So, es geht außerhalb von Gols weiter, vorbei an Weinbergen und der Weg scheint kein Ende zu nehmen. Immerhin kühlt jetzt eine Wolke ein bisschen am Himmel, sodass die Sonne nicht mehr ganz so runterbrennt. Der Blick oben ins Doi, die Eisenbahnlinie auf den See, die Autos, die fahren, sehr idyllisch. So, ich überquere jetzt eine Brücke über die große Straße und dann geht's vorne rechts weiter nach Neusiedl an Weiden am See vorbei. So, hier führt der Weg jetzt entlang einem Autobahnzubringer und in ein paar hundert Meter geht's dann nach links Richtung Neusiedl. So, die letzte Etappe beginnt. Jetzt geht es an Weiden am See vorbei nach Neusiedl. So, bin jetzt schon auf dem Güterweg von Weiden und laufe jetzt gerade an einer wunderschönen grünen Wiese vorbei. Und ich glaube, dass ich allmählich wieder eine belebte Gegend komme. Auf den letzten Metern wird es nochmal sehr schön. Ich schaue jetzt gerade vom Berg ins Tal mit dem See hinunter. Weiden sein. Hier sieht man eine der typischen Weinkeller in der Gegend, die so in den Hügel reingebaut sind und dann nach unten gehen, um eben den Wein kühl zu halten und zum Lange zu lagern. Nochmal eine schöne Aussicht, bisschen weiter.
Lauft wohl gerade so aus Weiden heraus. Und dann hier gerade den Weg lang gibt es jetzt noch Neusiedl. So, das letzte Stück nach Neusiedl rein gehört wieder zum schöneren Teil des Weges. Alles schön grün. Stehen Bäume am Wegesrand, das spenden ab und zu mal Schatten. Und es ist nicht besonders. So, die letzten Meter in Neusiedl. Geht es dann bald zum Bahnhof. Und vom Bahnhof bedeutet das bald wieder meine Ferienunterkunft. Leider gibt es in Österreich kein Pilgerweißbier, darum ein alkoholfreies Helles und ein Erdbeereisbecher. Auf dem Weg nach Hause sehe ich noch diese wunderschöne Dampflok und erlebe einen superschönen Sonnenuntergang. Zu guter Letzt noch ein paar Daten zu der gelaufenen